Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Mein Name ist Christoph Dielmann und ich bin Pastor der Dreifaltigkeitskirche in East Melbourne. Am heutigen Sonntag feiern wir das Trinitatisfest. Also das bedeutet das Fest der heiligen Dreifaltigkeit. Was eine Besonderheit ist in einer Kirche, die genau so heißt, Dreifaltigkeit. Deswegen denken wir an diesem Tag besonders darüber nach, was dieser Name für uns bedeutet, welche Verpflichtung in diesem Namen für uns in dieser Bedeutung liegt. Und wir denken darüber nach, welche Bedeutung wir selbst als Gemeinde in unserer Geschichte diesem Namen gegeben haben und natürlich auch, wie wir mit dieser Bedeutung und mit dieser Geschichte in die Zukunft gehen. Dreifaltigkeit, das bedeutet, Gott entfaltet sich in seiner Zuwendung zum Menschen auf drei unterschiedlichen, ganz großen, überwältigend großen Kanälen oder Weisen. Das eine ist Gott der Schöpfer, der sich auch in der Geschichte offenbart. Das andere ist Gott in Christus, der sich menschlich dem Menschen zuwendet, der die Kranken heilt, den Irrenden die Wahrheit sagt, den bösen Geistern Einhalt gebietet und der all das vor allem tut, weil er sich ganz für die Menschen einsetzt. Also bis hin zum Tod am Kreuz, stellvertretend für den Schuldigen. Und die dritte Weise ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, ja, wo uns das, was uns der Schöpfer mitgegeben hat, was sich aus der Geschichte an Wahrheit sich uns offenbart und vor allem, was wir unter uns an Opfer und füreinander eintreten haben, wie uns das in eine zukünftige Gemeinschaft leitet. Das ist der Sinn des Dreifaltigkeitsfestes, dass wir uns über unsere Namen und die Verpflichtung und die Chancen und die vor allem die große Gnade, die darin liegt, dass wir uns darin bewusst werden und etwas mehr uns davon auch in die Zukunft leiten lassen. Ich möchte diesen Gottesdienst mit einem Gebet beginnen und auch einem Zitat aus einem amerikanischen Gospel. Und dieses Gebet kommt aus der Bibel. Das ist die Bibel, die ich zum Vorbereiten meiner Predigten benutze. Und ich lese den ersten Psalm für euch heute an diesem Dreifaltigkeitsfest, Trinitatis 2020. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und aus diesem Psalm ist ein wunderschönes Lied gedichtet worden, das zitiere ich auf Englisch. On the rock of ages, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved.
Amen.